Oh, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Worte ich gerade, ich bin der Weinbilder und wir probieren jetzt endlich mal, dass dieser scheiß Fight startet. Ja, wir machen mit dabei sind übrigens also die beiden da. Ja, ja, Matthias zählt nicht. Genau, wir machen einen Mega-Wargi-Fight zwischen Wargi44485 und MV1. Und weil Wargi44 einfach viel stärker ist, gehen jetzt die drei degenerierten Affen da unten alleine ins V4 und. Hey! Beziehungsweise ich gehe alleine ins MV1 und die drei Typen da unten. Die Flak-Batterien da unten gehen jetzt ins V4. Zudem sind die MGs in MV1 leer und es ist so Eisen. Also ich nehme mal an, es könnte interessant werden. So, dann muss ich nochmal Game Mode 0 gehen. So, alle von euch Game Mode 0? Wir haben einen kleinen Nachteil, wir haben Phoenix. Ja. Hey, wir haben aufgerüstet. So, ich muss mal gucken, nachher versuchen die noch zu entern oder so. Wir machen übrigens ohne Entern. Siehst du, ja, da geht's schon los. Ja, der Lappen hat mich angeschossen, was will ich machen? Ja, Matthias ist ausgewichen. Ich hab ja schon gesagt, so fang auf Weltkriege an, ne? Der hat angefangen, ne. Oh je, oh je. Ich hab nie geschossen. Wo seid ihr eigentlich? Warte mal, ich muss noch mal... So, jetzt hab ich noch mal hier unten verriegelt. Verriegelt, genau. Also, bereit? Ja, ich bin bereit. 3, 2, 1, go. Ich wette, gleich fliegt bei euch eine Ziehen in die Luft, weil ihr nicht versteht, dass die Ansätze nicht beladen werden sollten. Ja, das würde ich mal wetten. Das ist ja nicht so, als hätte ich das vorher so 5-6 Mal gesagt. Hallo. Meine Fresse, Riesen-CIs hier. So belädt man keine Kanone. Kannst du mir nicht erzählen, dass das Ding in MG-Geschwindigkeit schießen soll? Das ist ein 80 Tick. What? Oh. Also 80 Redstone Tick. Was ist denn hier? Ich möchte kurz anprangern, dass Kaifi jetzt ein Wasserschild hat. Ach du, meine Streukanone, die... Streut. Das kann also das Wargi ab. Treib darfst du ruhig beladen. Was? Treib? Ich hab dreimal geschossen bis jetzt. Ja, und keinen Schaden gemacht. Oh, das Ding macht sich wieder selbst kaputt. Ich habe einen Schadensalarm. Oh, das war meine MG. Scheiße. Ja, wir auch. Weil die Automatik mal wieder das macht, was die Automatik halt gerne macht. Wir jagen? Ja, die mörsert sich so ein bisschen runter. Mit dem letzten Runden, da muss ich hin. Das hält maximal zu viel Delay, ne? Oh, eine Highspeed-Kanone, wie nice. What the fuck, diese ist schon ein Morgen noch. Ich weiß leider auch überhaupt nicht, wer diese Kanonen hier bedient. Aha, und ich weiß, dass du ein Wasserschild hast. Ich hab's gerade entfernt. Nicht mehr, wie man. Ah, nee, meine, ich weiß wahrscheinlich nicht mehr, wie man dieses Team bedient. Phoenix, bei uns ist alles down hier oben. Was ja, ich war's nicht! Das war doch dieser AZ-ler, dieser komische Typ. Nee, ich hab nur die Highspeed-Kanone. Die Highspeed-Kanone funktioniert, glaube ich, nicht. Warum belädst du eine Highspeed? Hab ich auch gerade gemerkt. Weißt du, was eine Highspeed-Kanone ist? Ja, ich weiß auch, wie man sie belädt. Sag ich zu bezahlen. Also, wenn du wüsstest, dass eine Highspeed-Kanone ist, dann würdest du sie nicht beladen. Hallo, Meini. Okay, es wurde in die Brücke getroffen. Wir haben ein Problem. Was sind die Puni, da hält ja sehr viel von Fackeln in alles ab, Feuernleitungen. Ah. Das Ding ist dauerhaft gepowert, was muss ich jetzt machen? Ja, ach was, du musst die alles abfeuern. Was hab ich gerade gesagt? Du musst Fackeln. Mal technisch aktiv werden. Ah, da ist eine Fackel. Puni, da wirklich grandioses Design. Gefällt mir. Ja, wir machen halt keinen Schaden, was ich eigentlich auch vorhergesagt habe, aber Kaltenstein wollte den Fight haben. Also könnt ihr jetzt sehen, wie viel hier ein bisschen an der Front ankratzen, Kaltenstein ein halbes Mal schießt, sind wir uns die Kanonen gesetzt. Was? Ich habe meine Kanone fast gesaved, sage ich dir. Ich bin gerade auf der Toilette gefangen, aber gleich bin ich bei einer Kanone. Dann geht's am nächsten ab. Ist auch im Klo, ernsthaft? So, Panzerungssäule. Junge! Hat diese Scheiße. Borge hat vielleicht auch mal was anderes außer Compact Impact. Ja, wir haben oben beispielsweise noch zwei Crossbows. Phoenix, wenn du vielleicht eine Kanone abschießen könntest, die nicht direkt bei dem wäre. So. Oh. Oh, hier ist MG-Schaden.
so tief, dass du fast. Oben hätten wir echt eine Panzerungssäule gebraucht. Deshalb ist sie so wichtig. Meine hätte es ja nicht eingesehen, aber hier ist jetzt so viel TNT durchgekommen. Wir hätten nicht unbedingt die Panzerungssäule gebraucht. Soll ich dir mal einen Tipp geben? Die MG ist eisenbrechend. Die schießt dann da auch durch. Ja, klar. Durch deine Panzerungssäule sind die auch nach einem Schuss durch. Da müssen wir nochmal schießen. Und da sowieso. Ja, wir sind ja sowieso eigentlich im Arsch. Nein. Meine Kanone macht dir Platz eigentlich. Ja, meine auch. Easy. Ich weiß leider nicht mehr, wann man das Delay hochstellen musste bei mir. Ist das so? Ja, ich kenne mich mit meinem eigenen Ruhe nicht mehr aus. Wie viel hat meine dazu beigetragen? Ich habe die Kanonen beigetragen und Teil der Technik und die Infrastruktur, deshalb ist die auch super. Schweinehanger? Nee, der ist von mir. Nee. Ja, aber ich bin unter anderem auch für die Tabelle unten im Eingang verantwortlich, wo steht, wann man wie beladen muss. Ah, okay. Gut, ich verwerfe den Plan mit den Twankanonen wieder. Gute Idee. Ich glaube, ich mache keinen Schaden mehr, meine. Ach. So, jetzt mit denen zweimal schießen, dann sollte das passen. Weil es so schön ist, können wir mal einen Tick Delay geben. So, jetzt gräbt sich das Ding wieder schön rein. Juhu, ich mach fast Tech-Kill. Fehlen nur noch so ungefähr 2/3. Meini, kannst du mir bitte helfen, dass ich schaue auf Delay drauf. Junge, ich bin fast down. Was versteht denn Tuni da unter einem Fallschacht? Alter, bist du ein Trottel. Du musst doch wohl sehen, dass da unten nicht steht. Das gab's doch noch nicht mal Fallrechte, richtig. Es gab zwar Milliarden, aber die hatten. Damals gab es doch nicht mal Infrastruktur. Das war das erste Morgen mit Infrastruktur. Ja, das war das erste Morgen mit der Hauptleiter. Und hier ist alles kaputt. Jetzt mal ohne Scheiße. Dieses Morgen wurde die Infrastruktur erfunden. Vorher hat kein Depp Infra verbaut. Also, vorher war das immer irgendwelche Wege zwischen Technik durch. Ich empfehle ja sehr stark, sich mal so Trinidad V3 anzuschauen. Das ist so Premium von der Infrastruktur her. Also ich wette ja, ihr werdet immer irgendwo noch Kanonen finden. Ja, V3. Ja, das stimmt. Ihr Müll, also es sind auf jeden Fall über 26 Kanonen. Man hat da ja vorne noch diese innovative Kettenkanone. Ich hab nichts in die Luft gejagt. Das heißt nicht, dass die Kanone, die ihr findet, auch beladen müssen können. Denn was da teilweise verbaut ist, das verstehe ich echt nicht. Phoenix hat die MG in die Luft. Ja, ich bin's immer. Okay. Ja, jetzt war ich wirklich was. Okay. Phoenix, was hast du hochgejagt? Ich hab meine Kanone hochgejagt in der. Nein, das Wortlich-Logo ist beschädigt, scheiße. Wir sind ja noch. Oh, so. Die Kasten-Uno ist weg. Noch mehr Delay drauf und zerstört. Noch weiter schießen. Ja, ich hab Delay drauf getan und es hat Bumm gemacht. Wo hast du Delay drauf getan? An der rechten Seite. Und an der linken. Oh, scheiße. Was denn? Ja, Kaltenstein. Also... Ja. Haben wir noch eine Ebene, die funktioniert? Eine Ebene nicht, aber ein paar Kanonen stehen noch oben. Die Brücke. Die Brücke, ja, mit Artikel. Ja. Labor, nee. Labor, wo bist du unterwegs? Wir wollen noch nicht noch mehr dieser Menschen. Bingo. Aua. Ja. Viertelstunde schießen bringt doch noch was. Ich habe glaube ich 3 Kanonen bei dir gekillt, kann das sein? Kann gut sein, ja. Matthias, was kannst du eigentlich? Das ist ja erst verbuggt, okay. Wo bist du denn? Also innovatives Schadensbild. Unser Schadensbild spiegelt so ungefähr den Schaden, also unser Innenraum spiegelt gerade so ungefähr den Schaden da, den wir an Stein gemacht haben, den wir nicht an Stein gemacht haben. Was? Nee, ja, dann hätten wir überall Schaden. Den wir nicht an Stein gemacht haben. Wie gesagt, dann hätten wir überall Schaden. Bist du mal nach oben gegangen? Wäre das in der Halbauto, hätte ich wesentlich besser werden. Matthias, an welcher Kanone bist du da oben gejagt? Matthias, an welcher Kanone bist du? Ich glaube, er versucht, deine Crossbow zu beladen.
Können wir nicht einfach die Flak-Geschichte wieder durchziehen? Genau, was stand denn hier? Viermal normal schießen, dann plus ein Typ. Oh Gott, das hat viel zu viel Delay. Ich weiß, dass es zu viel Delay hat, ich stell schon. Kanonenraum oben links. Mehr Delay, jetzt sagt mir hier jetzt alles kaputt, je. Hab ich doch gedacht, Felix hat. Ich war hier ist nicht kaputt. Oben. War schon mal so hohe? Der Mainraum, natürlich. Denk dran, wenn das Borg beladen ist und eine Kanone, also wenn das Borg voll beladen ist und eine Kanone explodiert, ist alles weg. Ah, toll. Ja, das ist die Panzerung in dem Teil. Quantität wird hier falsch geschrieben. Das kannst du doch keinem erzählen. Doch, so, Turnier mal gucken. Erzählen. Hab ich Observer hier in dem Kick drin? Natürlich hast du keine Observer. Natürlich hast du keine Observer hier. Oh, Phoenix ist verreckt. An Dummheit? Ich glaube auch an Hauptleiter. Nee, ehrlich gesagt an... An Dach? An Hohlraum. Trottel. Wo ist denn der Schaltenkeil? Hoffentlich gleich tot. Nicht mal Slaps. Gibt's in dem Wargi hier irgendwo Slaps oder sowas? Natürlich. Dach? Geh mal. Muss die Kanone mit Männer beladen, damit wieder mehr Damage macht. Eine schöne Wutz. Wow! Immer Schadenstein. Irre, ne? Ah, da lebt halt noch eine Kanone, die dich kaputt macht. Ach ja, übrigens, wenn ihr TNT leer habt, dürft ihr euch neues TNT nachschieben. Ja, ich hab überall Kisten hier drin. Ich nicht. Oh. Ja. Okay, jetzt muss ich hier auch noch die Delay erhöhen. Ich habe aktiv gar nichts Wichtiges mit. Ich glaube, ich. Warum benutze ich die eigentlich nicht? Wasserschild. Also, ich muss gerade auch aufpassen, bei mir steht eine Kanone bei Kaltstein in der Nähe. Soll ich einfach mal den Feindleiter machen und das Wasser wegmachen? Gerne. Das wäre eine Idee. Da muss ich mal aus Matthias raus. Ja, ist besser so. Ah, du Wichser, hör auf mich zu schlagen. Ich bin ausgerutscht, entschuldige. So, eine Sponge. Achso. Ach Gott, du stehst unten an den Melonon. Melonon. An den Settings. Ja. Alter, mehr Wasser geht auch nicht. Das Ding könnte noch gehen. Das Ding wird gerade repariert. Ja, auch ein Kanal. Oh Gott. Ach, Scheißdreck! Gerne andere Kanone. Wo ist der denn? Matthias, geh einfach an die Shotgun-Reihe. Also, ich würde da nicht stehen bleiben. Da ist ein Shot vor. Ja, das wird jetzt wieder. Da muss ich. 3. Slash NV. Ich helfe da mal Matthias. Kannst du den da bitte zerstören? Das wäre extrem wichtig. Dauert ein bisschen, aber ja. Ja, ich halte ihn währenddessen davon. Oh mein, du hast dich da mal richtig schön reingeschossen. Natürlich, ich weiß, ich kann die Viecher ja auch noch bedienen. Ja, bei ja, mir meine gibt ihm jetzt CI und 2 Tage Zeit und er schwenkt ja alles kaputt. Los, ist schneller als du mit deinem einen Projektil schwenkst. Ja, das stimmt allerdings. Ich hab eine Idee. Und CEs haben mehr Swag. Das stimmt allerdings. Und ich habe gleich kein TNT mehr. Das stimmt allerdings. Okay, bei Stein läuft glaube ich kein Wasser mehr aus ansonsten. Ja, dann geh an die funktionierenden Kanonen bei ihm. Ja. Ah, Matthias, ich weiß nicht, ob ich da noch rankomme. Also soll ich Stein das helfen oder soll ich sie kaputt machen? Kaputt machen natürlich. Du sollst gar nichts machen hier. Yeah. Ich hab doch nur Phoenix, geh weg hier. Mach bei denen auch mal Wasser weg.
Ja, da läuft auch was aus. Ich blende mich nicht. Es gibt hier kein Punktesystem, also sei ja. Ja, aber es gibt Wasserschilde. Really? Ich hab grad kein Kreativinventar. Was ist da los? Du bist ja ein ganz schneller. Slash Game Mode 1, so, danke dafür. Ich soll Wasser wegmachen. Mhm. Kissing hier gewartet. Ich muss jetzt erstmal hier die scheiß Stromleitung finden, weil ich möchte gerne wieder Licht haben. So. Da hat sie nicht. Guck mal, da ist auch nicht. Mach die Arena mehr kaputt als da das Borgia. Wir haben nicht mal eine Arena, das ist einfach ein Grasfeld hier. Das ist genauso wie zu sagen, man macht ein Flugfeld kaputt, indem man es bombardiert, auch wenn das Flugfeld nur einfach eine Wiese ist. Achso, apropos Flug. Ja, das Flugfeld hat ja irgendwas, wo ein Flugzeug startet und landen kann. Ja, und wenn das nur eine Wiese ist, dann kannst du es schlecht zerbomben. Also ja, und wenn es danach ein Mittelgebirge ist. Ja, ich hab Zäune wie Legoland. Bau das Ding um. Legoland, was? Na, Cortana hat sich gerade angesprochen gefühlt, frag mich nicht warum. Ja, das Ding fühlt sich aber auch oft bei Corona angesprochen. Jetzt habe ich das Lab. Cool. Wo zerballern wir sie denn als nächstes? Ich glaube, ich gehe mal wieder hoch. Ich bin gerade eher so für strukturellen Schaden verantwortlich. Also ich mache auch gerade ordentlich damit. Nee, ich mache gerade strukturellen Schaden, immer wie gesagt. Wenn das eine TNT abfeuert, dann... Und struktureller Schaden... Ich glaube, Kaltenstein weiß, was das heißt. Ja. Merkst du es schon? Noch nicht. Ich muss nämlich gerade durch deine Brücke arbeiten. Ich hab die Alarme stumm geschaltet, also ich höre nicht, wenn da was aufhört zu läuten. Dann muss ich die wohl anschalten. Ich glaube, das ist relativ schwer. Das ist Kaltenstein-Technik. Wenn ich einmal stumm ist, dann. Ach du Scheiße. Ja, wäre das kalt. Ja, Kaltenstein-Technik. Alarme sind wenigstens im Normalzustand alle aus. Aber das auch nur mit Biegen und Brechen. Ja, keiner weiß, ob dieses Borg je wirklich funktioniert. Mann, ich brauche mehr Projektile. Das ist doch nicht effizient. Übrigens, unser MV1S-Flow ist ja sogar unser beliebtestes Video aktuell. Ja, das wundert mich. Klar, das hat. Das ist nicht effizient, weil es keinen Schaden macht. Klar, das hat jetzt hier über 1100 Aufrufe, ist schon geil. Oh, schmeckt. Hier, Phoenix guckt ja bei Kalti seine Höhen. Ja, nicht lustig, wenn die Ach ja, WTZ-EWG wird auch demnächst kommen. Wird's nicht. Also, ja, doch, es wird kommen, wir müssen es nur erstmal wieder zu motivieren. Ein paar mehr Videos zu machen. Ja. Welches ist denn das nächste? Also, wir haben also fürs Protokoll, dieses Video ist am 15.8. entstanden. Ja. Um 19.30 Uhr. Ich muss mir gleich erstmal Fußpilz-Cola kaufen gehen. Ah, okay. Wer diesen Insider kennt, der ist alt. Ich glaube, diesen Insider. Oder ein Water. Oder von Kaltenstein geplagt. Okay, hier funktioniert nichts mehr. Dann musst du doch wieder nach unten gehen. Ja. Okay, Drip, die hat meine gerade zerschossen. Ach, hast du da gerade so einen schönen Trichter von oben nach unten durch? Was? Okay, ich muss jetzt mal zu Meini. Der Meinbilder. Aha. Phoenix, hat er da gut Schaden drin? Wo? Ja, wo wohl? Ja, ich sehe ja nicht, mit welchem Modi du schießt. Ich muss diese Ranzkanone modden, ich brauch meine. Ach, vor allem in welchem Modus ich schieße. Ja, hat er. Also Stein hat dafür, dass wir zu dritt waren und er alleine mehr Schaden. Und dafür, dass er das bessere Warrior hat, auch mehr Schaden. Es wird gemörsert. Heilige Scheiße! Oh, da läuft Wasser aus. Dann mach's weg. Ach, da unten schießt der Lappen. Der Lappen? Das würde ich jetzt nicht sagen. Ha, also ich mach Wasser erst weg, wenn es wirklich einen Block ausläuft. Wenn das da jetzt an der Kippe steht und die Kanone noch reparierbar ist, dann mach ich so eben das Water Plugin. Grüße an Ingame, deins funktioniert ja nicht. Oh, hier ist ausgelaufen, das geht gar nicht. Okay, sie geht noch.
Stabil. Kaltenstein, da ist nicht mehr viel zu beladen. ey! Geh weg da! Ich hab Natural Health Regeneration aus, das ist mir ein halbes Herz Schaden gemacht, du Affe. Ich wollte ihn nicht rein. Ich dachte, ich wäre Gamma 3. Jetzt hoffentlich nicht mehr. Sieht gut aus, ja. Das Delay ist irgendwie ein bisschen kacke. Ja, Phoenix, ich seh's auch. Warum sind die ganzen Kisten hier leer? Weil es so ist. Soll ich die auffüllen für dich? Nee, hier gibt's noch volle. Jetzt komme ich doch wieder von der Schwenk nicht zurück. Oh Gott, Matthias, was. Warte, slash kit. So, wieder TNT. Oh, ich bin wieder. Jetzt habe ich halt Endstone, aber egal. Nee, nicht mal irgendwie so eine Kranken. Die buggt. Ja, das mache ich weg. Da läuft er aus. No. Mist, Alter, das passiert man ja manchmal. Ich weiß gar nicht warum. Wo hat meine ganze. Ach, da oben. Ach, da! Mist. Oh, da läuft auch Wasser aus. Da drüben war noch eine MG. Ach nee, warte, ich hab. Ja, die hab ich doch noch. Mit der muss ich jetzt runtermörsern. Ich hab irgendwie nicht mehr allzu viel Wargear. Was, Matthias? Matthias ist hier gerade auch irgendwie keine große Hilfe. Ich bin eine mega große Hilfe. Ich hab ihm da eine Kanone mit meiner Sprengkanone. Hast du mega wie das mega Wargear? Nein. Also, ich kann, glaube ich, gerade in deine Brücke gucken. Kann gut sein. Wo ist die Brücke? Ich sehe da gerade die innovative MG-Schaltung. Ich sehe die MG allein halt. Von dir. Die MG ist noch nicht ausgebaut. Ja, und trotzdem ist die super. Also, wenn man das mal durchführt, man sieht sofort, welche Technik von mir und welche von meinen hier ist. Die kompliziert wirkt, aber es nicht ist, ist meine. Die zugepanzert ist, ist die von Kaltenstein. Fuck, ich hab keine Pisten im Inventar, das ist krüppelig. Das ist bestimmt genug im Wargame verbaut. Okay, du gehst noch. Vielleicht noch nicht mörsern unbedingt jetzt. Alter, oder? Geht die Scheiße mal langsam kaputt? Doch, das könnte was werden. Eigentlich Läufe ineinander, ja. Doch, das machen wir mal. Dann bin ich mal gespannt, wie viel noch steht von Manny. So. Ja, noch eine Hälfte. Ja, ich weiß ja nicht, was Matthias gerade macht, aber ich glaube nicht, dass er noch irgendwie einen Schuss abgegeben hat in dieser Zeit. Ja, doch, gleich. Ja, du hast da unten diesen Kart gemacht. Ich feier. Ich find's absolut scheiße. Kleiner Tipp, du hast vergessen, den Mörsermodus reinzutun und hat Delay drauf zu tun. Phoenix. Oh, ich hab schon Durchschuss drin, Mist. Ich hab Delay drauf getan, aber es hat nicht. Verdammt. Ja. Ohne Scheiß, Matthias, ich find's echt scheiße. Du baust da die ganze Zeit eine komische Kanone, die wahrscheinlich am Ende eh nichts reißen wird. Wo ist denn der Matthias? Der baut ja eine Luftschicht da hin und da. Aha! Ich reiße den Pfeil an der Seite, an der du. Alter, geht der Dreck mal kaputt? Hier ist ein 1.12 Server, oder? Ja, natürlich ist ein 1.12 Server. So. Irgendwie ist bei der Kanone der Druck weg. Ich habe so das Gefühl, der zielt echt mit Palldruck, weil. Also wirklich, mich wundert das echt. Seitdem hier Kaltenstein mir unter den Brauchständen das Eisen weggeschossen hat, ist hier irgendwie kein Druck mehr hinter. Der verpufft dann nach unten. Ja, nee, Minecraft würde ich den Müll halt zutrauen. So, mal Deckentreibs probieren.
Ah, jetzt aber. Phoenix, das Ding läuft aus. Wo? Ja, ich kann mir schon denken, wo du schießt. Um genau zu sein, läuft's nicht aus. Oh nein, doch, nee, ne, dich nicht, du auch noch. Oh, come on. Gibt's auch nicht. Also, das läuft nicht aus, weil das Wasser sich nicht bewegt. Da fehlt ein Block. Das ist RIP. Okay, da muss ich nochmal schießen. Oh. Bin ich da eigentlich schon noch unten komplett durchgemörsert? Warte. Nee, da unten drunter ist noch Technik. Ach, jetzt schießt Matthias. Da unten drunter ist noch Technik. Also so eine Bücherei. Ich will hoffen, es hat sich nicht gejagt, Matthias. Als voll. Natürlich hat sich das gejagt. Du Idiot! Was kannst du eigentlich? Ja, egal, die eine Seite geht noch. Aua. Dann lauf vielleicht so, dass es sich nicht jagt. Ich würde dir gerne helfen, aber es ist ein bisschen illegal. Das ist doch nicht illegal, ich hab viele. Da ist übrigens noch Wasser. Hm. Oh, perfekt. Perfekt. So. Das klang jetzt irgendwie ungut. Ja, ist auch ungut. Sehr gut. Phoenix, mal das Wasser weg. Und jetzt mache ich hier einfach Mörser-Modus rein. So läuft hier irgendwo Wasser aus bei Steinstein. Nein, und gar nichts. Oh, da brennt's. Burn. Da brennt es, haben die ihr Ding jetzt auf mich abgefeuert. Natürlich doch. Ich glaube, du hast es kaputt gemacht und deshalb. Soll ich die ausmachen? Ich meine, die ballern jetzt noch ein bisschen länger durch. Bringt das hier noch was? Nicht. Ja, nee, ist jetzt zu tief. Okay, die einen sind einfach verbuggt. Ach, bei ihm das Wasser da weg. Das hat meinen Schuss geblockt. Ja. Ich muss jetzt mal gucken, was Matthias macht. Oh, bother. Ach Gott, du Trottel. Bitte geh noch, bitte geh noch. Achtung. Achtung, ja, da hinten. Oh. Ja. Matthias, du Idiot. Was kannst du eigentlich? Aus dem zeitlangen scheiß Höhenstreu und jagt sie dann hoch. Das ist immer das, was die Leute bei Oldschool Fights machen. Ihr sollt mit den scheiß Kanonen schießen, die verbaut sind. Geil. Und nicht die, und die nicht umbauen und dann hochjagen. Ich meine, ihr habt zumindest eine Kanone von Stein damit angekratzt. Ui. Ja, ich glaube, ihr seid so ziemlich am Arsch. Natürlich sind wir ziemlich am Arsch. Ah, ihr habt eine Schwenkkanone. Ich hab ja die. Ja, okay, wir sind dabei. Ich hab ja halt die grandiose Unterstützung bekommen. Du springst ja. Erstmal in Tod und Matthias macht den Matthias. Den Matatis. So, gehen wir doch mal in die Brücke. Schauen wir mal. Schaden! Ja, jetzt ist er weg. So, jetzt ist er weg. Im Nachhinein hätte ich einiges anderes gemacht in dieser Borgia. Nächste. Oh, hier unten, nee, das zählt noch nicht als Auslaufen. Phoenix, TP dich doch mal bitte zu mir. Slash TP kalten stehen. Fixer mal bitte. Okay, RIP, hier ist überall Löchle drin. Du machst gar nichts. Was soll ich fixen? Um Gottes Willen, Mini, was hast du getan? Ja, ich hab doch gesagt, ich hab auch gearbeitet. Schöner Krater, ne? Zieht sich bis ganz unten durch. Hier läuft noch nichts aus. Würde es auslaufen? Ja. Also World Edit Berg. Warte, da ist gar kein Gegner. Egal, ich kann Zeit stabben.
Meine, du kannst doch mit den Dingern so gut steppen, oder? Nein, man kann mit den Viechern nicht sidesteppen und vor allem lohnt sich das bei dem Ding auch nicht. Versuch mal. Hast du jemals in einem Oldschool gefightet? Ich glaube nicht. Das ist AZ, was fragst du dich das noch? Doch, stimmt ja, im Oldschool-Turnier, da wollte ich. Protz. Ja, als ob ich da mitgefightet habe, Junge, da war ich in Singapur. Das war. Was will man in Singapur? Stadt, glaube ich. Bei Tudi, wie habt ihr ja eigentlich gepanzert? Wasser. Sehr, sehr scheiße. Wasser. Ja, das ist mir auch klar. Na, Phönix, na, na, Phönix. Das ist nicht ausgelaufen. Jetzt packt das mal schön wieder hin. Aber sofort. Ja, mein Kamerad. Du bist dumm. So, vorwärts immer rückwärts. Leben unsere Schwenk und noch, Meini. Keine Ahnung. Ja, du Phönix. Sie. Packst du das Wasser jetzt mal bitte sofort richtig hin? Ich feier jetzt einfach, wie das die Hymne noch geht. Ja. Vom Umtausch bist du ausgeschlossen, ne? Tot. Und du gleich vom Leben. Nein. Nein. Okay. Wenn ich sage nein, dann nein. Wenn du sage nein, dann nein. Nee. Nee. So. Läuft hier noch einmal was aus. Nö. Ich hab kein Red. Dann nimm dir welches. Da. Nee, das heißt, du baust ab. Okay, merke, Tuni da kann keine Shotgun einstellen. Ist das so? Merke, Tuni da kann gar nichts einstellen. Ist das hier der Lava-Gener? Was ist das hier? Ist das eine Dusche? Ja, dann kann die da bleiben. Ich erinnere an den innovativen Volgir-Fight. Stimmt, ja. Potz. Wo dann ja, schön Potz. In der Schmiede uns die Lava abgesoffen ist. Ah, du hast Glück, meine. Ich bin gnädig. Die Lava ist es nicht abgesoffen, die Lava hat das... Ja, für dich, du brauchst nicht gnädig zu sein, die Kanone ist halt einfach nicht am Auslaufen. Kaputt, ja, aber nicht am Auslaufen. Was? Ja, wo kam das TNT denn daher? Hoppala, da ist wohl was in die Luft geflogen. Phönix! Ich weiß nicht. Ich weiß halt echt nicht. Das war locker dieser böse Bub Matthias. Ah, oh nein. Bist du ernsthaft drüben? Nein, ist er nicht. Das würdest du vorher, wenn du sehen würdest, wo er ist. Aua, nein. Matthias. Tu mir sowas sperren. Nicht an. Nein. Das ist... überaus verdrießlich. Oh geil. Das ist. Ich find's schön, wie jetzt das eigene Team sich bekämpft. Oh boy. So. Mal schauen. Und der Phönix, der hielt den Lappen auch noch. Ja, das ist ja Teamverletzung. Jo, genau! Seit wann ist das gegen das Regelwerk? Ja, du schießt auf Matthias, ich könnte ihn dann doch genauso gut runterschubsen. Ah, nee, Kaltenstein. Nein, ich hab ihn gar nicht getroffen. Doch, nein, gar nicht. Schau in die Aufnahme, hinten. Schau in die Aufnahme, war nicht. Nee, du hast den wirklich getroffen. Du hast mich, glaube ich. Halt wirklich, ja, hier. Nee, jetzt hab ich ja. Also, du hast. Kaltenstein, wenn du drei Zeugen hast, die sagen getroffen, dann. Ich stand direkt neben Matthias, ich kann's ja wohl am besten beurteilen. Eben, und ich hab ja gesehen, wie er vor meiner Nase runtergefallen ist. In dem Winkel hätte er gar nicht, hätte ich ihn gar nicht treffen können. Er wäre dann auch nicht schlagen können. Da vorne. Wo ist der Klotz? Wollen wir Bow? Im Zellenblock bin ich gerade. Warte. Ach, ah! Ja. Warte. Wo war denn nochmal? Ah! Ich bin erstmal essen, bis später. Tschüss. So.
Ja, okay, warte. Ich komme aufs Dach. Okay, dann Bo. Dann komm ich auch hoch. Ich dachte jetzt, du wolltest an deinen Kanonen gehen. Nee, ich sehe. Kanonen! Warum habt ihr eigentlich keine Artis eingebaut? Damit der mir jetzt nicht mit einer Arti aufs Dach böllert. Wir hatten tatsächlich vor, Hornochsen einzubauen, aber meine sagte, nee, das ist zu hoch. Und das war außerhalb der Maße, an die sich Core Gamer dann am Ende eh nicht gehalten hat. Ja, natürlich hat sich Core Gamer nicht dran gehalten, aber wir haben. Alter, was machst du denn da? Das ist aber illegal. Ja. Was baut der Arsch mit Ohren? Der ist bei dir. Kalten Stein. Der hat sich eine Elytra gegeiert. Und, nee. Und ein Diaschwert. Ja, nee. Aua! Nein! Haha. Verdammt. F. Lappen. Ja, da waren noch oben die Kisten drin, ja. So ein scharfes 3000 Schwerter. So, jetzt machen wir ein Schadensbild. Ja. Ja, also wir machen ein Schadensbild. Matthias hat dreiviertel Stunde an einer Höhenstreu gebaut und hat es nicht geschafft, eine funktionierende zu bauen. Wo? Ach, da unten? Okay. Da unten saß der ewig, hat ewig gebaut und hat kein. Also hat im Endeffekt zweimal geschossen. So, Ja, also die Brücke ist gut kaputt. Die Schadenssensoren haben recht. Die Schadenssensoren haben recht, alles kaputt, ja. Die MG, alle drei Lampen sind an. Mhm. Ich bin zufrieden. Die MG-Sensoren, die noch leben, funktionieren. Matthias, du musst so eine Frage. Hat das Ding echt genau in den Lauf geschossen? Weil ich halt leichter, schwerer Schaden über Vorbrücke ist nicht an, aber... Nein, ich rede eher von deinen Burgen. Ach, mein war so, ja. In der Mitte, die MG hat sich ein bisschen reingefräst. Durch die Pisten dort, die wahrscheinlich zugegangen ist. So, das können wir doch sogar im Nachhinein nachgucken. Ist das Glas hier drin? Nein. Okay, die Pistendor war tatsächlich zu. Cool. Hat funktioniert, nachdem der Alarm angegangen ist, muss sie zugegangen sein. Und ich möchte nochmal hier oben im Gang der Streu drauf aufmerksam machen. Deshalb Panzerungssäulen. Damit sowas nicht passiert. Hätten wir jetzt hier, wäre jetzt die Panzerungssäule hier gewesen, ne? Dann... Der wäre doch egal gewesen, da unten ist doch noch dein Slap-Haufen über dem Tumor. Ja gut, das stimmt. Oh, das hat er echt perfekt getroffen. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wie ich hier deine halbe Seite zerrissen hat, das ist eigentlich schon. Also dieses große Loch hier drin, ne, das ist echt, also hier unten, da hatte sich eine Kanone gejagt, aber der Rest ist alles von dir. Jetzt rate mal, warum sich die Kanone gejagt hat. Matthias reingeschossen hat mit der Kanone. Nein, bei der da habe ich reingeschossen. Schaltenstein, da drüben habe ich, wie ein Idiot habe ich da probiert gegen zu beladen. Okay. Was hat Matthias mit seiner Kanone gemacht? War wirklich wie hier, also ist schon... Ja. Ich möchte mal schauen, was das für ein Winkel hat, das Ding von Matthias gerade. Ja, ich glaube, das ist da genau in mein Ding reingeflogen, da. Ja. Phoenix. Phoenix, nee, die eine Fallkanone nutzt. Das ist zum Geist. Das funktioniert doch nicht. Ja. Das fällt halt einfach auf den Boden und... Ja. Ja, genau. Ja, da, wenn da Medi-Day. Ja, RIP. Okay, hier unten ist gut kaputt. Auf jeden Fall hat es irgendwie geklappt. Okay, ein paar Durchschüsse. Ich finde ja diese Symmetrie hier hinten einfach nur göttlich. Mhm. Das ja. Julia, wir lieben dich. So. Guck mal, ein Dispenser ist noch vollkommen in Ordnung und der andere ist halt komplett weg, okay? Mhm. Was für nix. Aber das Vortech-Logo ist okay. Das ist das Wichtigste. Ja, das Vortech-Logo kannst du ja noch nicht treffen, weil du dich ja nicht an die Maße gehalten hast. Es ist mega Wargate, da darf ich das. Nein, darfst du nicht. Doch, darf ich. Naja. Vor allem sieht das Ding immer noch scheiße aus. Doch, das ist toll. Wir sind Vortech, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Abonniert den Kanal, joint unserem Community-Discord-Server, damit ihr kein Video mehr verpasst und auch bei solchen Fights ihr mitmachen könnt. Da kündigen wir sowas in der Regel auch an. Ansonsten spielt auf streamer.de und tschüdü. Ja. Tschüss. Ciao. Schaut bei AZ vorbei, ist in der Beschreibung verlinkt. Und auf unserem Discord. Und bei Twitter natürlich. Ja, Tony Dartswag. Ja.